Der Schlaue enthält sich. Und der Bestimmer auch. Cool steht außer Frage. Never. Mega. Herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Gartenvlog. Unserem ersten Gartenvlog. Genau. Denn wir haben dieses Jahr einige Projekte vor uns und planen euch mitzunehmen in verschiedenen Folgen. Mhm. Heute erfährst du eigentlich so grob, was wir so planen. Und wir fahren zusammen shoppen. Zum Baumarkt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ding, ding. Ich zeige euch jetzt unseren Garten im Vorherstadium. Also dieser Teil ist eigentlich ganz gut. Da ist Lulu. Aber diese Insel macht uns richtig Sorgen. Und das soll irgendwie ordentlicher gemacht werden. Aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich die umpflanze. Ich brauche neue Handschuhe, dass das mich zu sehr sticht. Das sind Himbeeren. Der Rosmarin ist schon richtig am Blühen und der Schnittlauch wird auch wiederkommen. Den Maggi oder Liebenstock habe ich eigentlich schon mal platt gemacht, aber der kommt immer wieder. Genauso wie die Minze in meiner Stillzeit habe ich die weggemacht, die kommt jetzt aber wieder. Die wächst wie Unkraut und ich habe vor, die in diese Bottiche umzupflanzen, wo die Erdbeeren es nicht geschafft haben dieses Jahr. Hier seht ihr dann mein Hochbeet. Und hier das Gewächshaus und hier gucken wir noch, was hinkommt. Hier kommen die Kartoffeln auch jedes Jahr wieder. Seht ihr das? Die Erdbeeren, die eigentlich hier gepflanzt sind, haben sich dort am Kompost entlang fortgepflanzt, wie auch immer. Auf jeden Fall, diese Erdbeeren müssen wir umpflanzen. Hier ist unser Kompost und hier unser Wasserbehälter, der dann da mit dem Gewächshaus verbunden ist. Und jetzt stell dir vor, machen wir hier ein Hochbeet hin, ein großes. Das Nummer 1. Und hier soll Hochbeet Nummer 2 hin, aber wir müssen das sowieso alles hier komplett neu machen. Hier geht es mit dem Garten dann weiter. Das Pampasgras haben wir gestern abgeschnitten. Die müsste ich eigentlich mal wieder neu machen. Und hier seht ihr unsere Zypresse. Die dritte hat es nicht gepackt. Wir warten jetzt noch. Vielleicht dünge ich die gleich nochmal mit einem Kompost ein bisschen. Aber ich denke, die werden wir ersetzen müssen. Hier kommt unser Mähroboter hin. Den müssen wir aber irgendwie neu kalibrieren oder so. Der funktioniert im Moment nicht. Und wenn ich wir sage, meine ich meinen Schatz. Und das hier ist ein Familienapfelbaum. Der hat eigentlich 4 verschiedene Sorten. Aber ich habe den einen Ast aus Versehen beim Binden, was halt voll unnötig war, abgemacht und kaputt gemacht. Das heißt, einer kommt nicht. Aber hier, guck mal, die, da kommen schon Blüten. Und hier wollen wir so Hochbeete für die Erdbeeren. Diese haben mir nichts gebracht, wollen so länglichere machen. Hier sieht man, das hat einfach nicht überlebt. Diese Erdbeeren können wir dann umpflanzen und hier soll noch ein Hochbeet hin. Ich habe jetzt mal alles abgecheckt und so ein bisschen verglichen. Muss jetzt einmal Sachen messen und notieren, damit wir, wenn wir in den Baumarkt fahren, nicht irgendwie was Falsches kaufen. Leider hat mein Sohn den Zollstock zerstört. Der hat jetzt nur noch 80 cm. Das Hochbeet darf sein 80 plus 60. Also 40 tief, ne? Ja, ne, minus 2 cm. Also minus 2 cm circa. Und dann die Breite. 80, 160, 228. Nochmal zur Sicherheit. 80, 160. Plus 65. Mhm. Weiter geht's. Hier haben wir eine Pflanzfläche. Die lassen wir mal. Jetzt kann ich hier das hier messen. Die Tiefe, was hier so möglich ist. 44, nicht ganz. Sagen wir mal 43 cm. Es geht los. Und zwar fahren wir jetzt erstmal zum Aldi. Da gibt es so schmale Hochbeete im Angebot und wir schauen die uns zusammen an. Und dann geht's zum Baumarkt. Genau, denn da haben wir die Hochbeete reserviert unverbindlich, die uns zusagen und ich bin gespannt. Let's go! Mein wunderschön geschriebener Zettel kommt auch mit. Und auf geht's zum Aldi. Ja, 27 cm tief ist viel zu schmal. Das ist dann so dünn. 27 cm sind 30 cm. Ja, 30 cm und wir haben über 40 cm Platz. Ja, das muss nicht eng gequetscht sein, das soll Luft haben. Dann können wir auch mehr kaufen, ne? Ja, das war nichts. Irgendwie fand ich das ein bisschen zu billig verarbeitet und auch zu schmal. Und Viktor hätte es gekauft. Ja. Aber wie das so ist, wer entscheidet? Der Schlaue enthält sich. Und der Bestimmer auch. Weiter geht's zu Thum. Was ist das denn? Was soll das? Hält sich für cool? Cool steht außer Frage. Ja, genau.
Wir sind beim Baumarkt angekommen. Es geht ab, Leute. So, wir sind beim Turm. Also ich wollte das nicht tragen. Etwas, das wir total gebrauchen können. Der Preis geht auch. Hier, das ist die. Die haben wir gerade bestellt, ja. Super. Also unsere Sachen sind schon bereit, aber wir schauen uns jetzt erstmal an. Sagt Victor Kohl, den dann wenigstens in Blau. Aber guck mal hier, 12 Liter. 12 Liter. Der Blaue einfach für 6,99. Never. Das ist der Unterschied, warum Männer Gabelstapler fahren können und Frauen nicht. Das für die Insel. Das gefällt dir? Ja. Wie im Garten, unsere Überdachung. Mhm. Aber es wird halt nass werden, ne? Darf das nass werden? Das darf nass werden. Aber im Winter musst du auf jeden Fall rein. Die Kissen, ja. Boah. Aber das würde ich tatsächlich liefern lassen. Das würden wir ja nicht, Wir haben uns gerade in dieses Ding hier verguckt. Für die Ecke, aber da müsste das Trampolin weg. Würde denn dann noch die Hochbeete dahin passen? Ja. Weißt du das sicher? Ja, ja. Ich habe es mal ausgemessen. Aber das ist wirklich voll schön. Mach mal ein Foto davon, dann können wir das online bestellen. Bei denen, guck mal, 0% Finanzierung, Aluminium, Stahlgestell, pulverbeschichtet, sechsteilig. Und die Maße stehen hier auch. Gelande bei unserer Überdachung. Mit ja, das wäre voll hübsch. Ja. Das ist Outdoor. Ja. Auch über der Terrasse. Oh, wie teuer ist das denn? Steht da nicht. Das sind auch nur 10, das ist ja langweilig. Kann man das nicht verlängern? Kauft. Gefällt mir auch. Und was denkst du? Mega. Kaufen oder nicht kaufen? Das ist hier die Frage. Ich würde den kaufen, aber erstmal gucken wir weiter. Okay. Hammer. Wie? Voreinander? Zum Beispiel. Ach, du meinst, wir würden das in das große genau. Beet machen? Für den Preis so kleine Kuppel, das lohnt sich nicht. Weil da sieht doch keiner das. Nehmen wir ein Gewächshaus. Oder wir machen das statt so große... Ja, aber dann können wir nicht so viel pflanzen. Victor schlägt das hier als Boden vor für unser Dreieck. Für die Insel. Ich finde, das sieht auch richtig schön aus. Die Farbe gefällt mir auch richtig gut, Engel. Ich finde, wir sollten das nehmen. Aber du kannst das jetzt nicht nehmen. Du müsstest dann so Schutzunterlagen drunter machen. Ja, ich bin dabei. Kannst du machen. Ja? Ja. Dann musst du das nur alles einmal ausrechnen und so, ne? Aber jetzt kannst du das nicht machen, oder? Nehmen wir doch Gießkannen für die Jungs mit. Sollen wir die gleichen? Ja, klar, das aber gelb ist doch voll schön. Nein, gelb ist einfach voll schön. Dass die ein bisschen... Blau ist doch voll langweilig. Immer dasselbe. Okay, gelb musst du kaufen. Na gut, komm, wir gehen. Jetzt machen wir das und jetzt geht's weiter. Da stand 2 Meter, aber unser kostet so viel. Mal 1 Meter mal 75. Dann muss das doch unser sein. Grau-braun. Und was hast du da? Das ist das gleiche. Das Anthrazit. Grau-braun, aber was ist grau-braun? Wie sieht grau-braun aus? Das ist der Unterschied. Ja. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir grau-braun nehmen. Das passt viel besser zu unseren. Jetzt haben wir den anderen umsonst vorgemerkt. Aber ist nicht schlimm. Guck mal, da hat jemand reingeguckt. Das ist Anthrazit. Ja. BBC. Ja, ich bin damit ja, was denn jetzt? Also zufrieden. Ja, auf jeden Fall den. Ja. Grau-braun. Ich muss dir helfen. Oh, schade. Wirklich? Ja. Okay. Dann die anderen für Volumen. Wo steht das Vollvolumen? 1100 Liter, ich glaube über 1000 auch. Ja, jetzt haben wir noch schönere gefunden und haben die anderen schon verladen. Können wir immer noch umladen. Das ist Metall. Das ist wahrscheinlich noch schwerer zu tragen, warte. Das ist leichter. Ha. 1100 Liter, ja? Ich guck mal bei dem anderen. Hier steht bestimmt auch was. 1200 Liter, fast das gleiche. Auf 100 Liter verzichte ich, Schatz, wenn du das schöner findest. Boah, aber die nochmal tragen, aber egal. Aber fragst du dich, was besser ist, wie BC weil, oder? Das ist mir zu leicht. Das heißt, ist komisch, ist ganz ne? Dünn. Das ist ganz dünnes Alublech. Nee, dann lassen wir lieber das, was wir hier haben. Ja. Dann wollte ich noch so eine tiefe Schaufel, um den Kompost zu schaufeln. Eigentlich wollte ich noch tiefer, aber ich finde, die geht jetzt klar. Ich tausche den einmal jetzt gegen den. Der ist auch voll leicht. Wobei der aus Plastik, der kostet nur eins Dings. Ich kaufe beide. Probieren diese zweimal aus. Gerne. Ich kann bei Tum anfangen. Was haben die gesucht? Auch diese Noppenfolie. Ah. Boah, sehen die schön aus. Hey, ich hatte ihr Mann. Die sieht irgendwie aus wie krank. Also, strange. Oh, Orchideen. Schön. Wow. Ist das eine, ich wollte Pflanzenfresser sagen, aber Fleischfresser.
Es gibt immer so schöne Blumen. Aber wir sind fertig. Wie immer unser Glück herausfordern, ne? Stell dir vor, es hätte jetzt nicht gepasst. Was hätten wir dann gemacht? So, das war's grob von unserem ersten Vlog. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr mehr von unserem Gartenprojekt. Genau. Einmal im Monat soll dieser Vlog hier erscheinen. Und ich hoffe, bis dahin hat sich dann noch um einiges getan. Erzähl uns doch gerne, was du dieses Jahr für Garten oder Balkon geplant hast.